Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ring Fit Adventure. Hier in der zweiten Welt machen wir jetzt weiter. Letztes Mal haben wir schon diese beiden Level gemacht plus das Minigame da unten. Und heute machen wir weiter mit diesem Level. Oh, jetzt war ich so in der Zutatensuche vertieft. Da bin ich gerade vom Weg abgekommen. Ich muss zurück nach Hause. Oh, hier ist noch jemand? Oh Gott, Leute. Wir müssen die Leute hier retten. Das kann es ja wohl nicht sein, dass hier einfach random Leute rumstehen. Alter, what the hell? Ja, doch nicht im Land der Finsternis, wo... Ja, der Draco hier sein Unwesen herrscht. Nee, das war kein Deutsch. Egal. Okay, für untrainierte Leute ist es hier scheiße. Ja, also für mich... Ja, keine Sorge. Ich weiß, wie das funktioniert. So, warte mal. Ich muss den neu kalibrieren, glaube ich. Okay, jetzt glaube ich, geht's wieder besser. Ich glaube, der war ein bisschen out of sync. So, schön immer die Münzen einsaugen, Leute, ja, das ist ganz wichtig. Auch wenn ich nach wie vor nicht weiß, wofür das gut ist. Aber das ist ja egal. So. Pew! Geil, Alter. Das haben wir schon mal geschafft. Und jetzt haben wir eine EP-Medaille. Zack, let's go. Ab in den Kampf. Ich nehme es übrigens gerade direkt nach dem letzten Part auf. Alles klar. Was machen wir? Chillen wir erstmal ein bisschen mit der Stuhlhaltung, würde ich sagen. Okay, wunderbar. Jetzt erstmal abwehren. Es greift nur einer an. Das ist interesting. Okay, aber ist mir recht. Ein kampfesmüder Blick und noch ein kampfesmüder Blick. Ah, die Dinge sind schon sweet. Sollen wir das hier auf den hier? Ja, komm, machen wir Beine anziehen auf den da. Okay, wir sind wieder aufgestanden. Okay. Ich verstehe eh nicht, warum die immer die Apps-Abwehr erklären müssen. Ich meine, die Apps-Abwehr, die checke ich doch wohl inzwischen selbst, oder? Wie die funktioniert. So. Wasser trinken. Oh ja, gute Idee. Cheers. Ah. Angenehm. Okay, weiter geht's. Ich würde sagen, jetzt können wir mal die Abwärtspresse machen. Denn die trifft alle. Okay, wunderbar. Geil. Zwei sind schon mal down. Jetzt haben wir nur noch den einen. Und den dürfen wir dann nächste Runde easy besiegen können. Alles klar. Wir machen ja schon relativ fetten Schaden eigentlich. Muss man so sagen. Okay. Ja, Squats, komm. Ah, das war's auch schon. Okay. Ein weiterer Sieg für uns, Leute. Und damit steigen wir auf Level 7 auf. Sehr geil. Okay, unser Angriff ist etwas gestiegen. Das ist gut. Ja, dann würde ich sagen, weiter geht's hier in dieser Welt. Wir müssen ja immerhin dem Dorfbewohner helfen, der hier irgendwo am Start ist. Ja, ich meine, das geht natürlich gar nicht, dass wir hier hilflose Menschen dem Schicksal überlassen. So, die zweite EP-Medaille ist natürlich auch ganz nice. Schön über die Brücke. Also das Level-Design in dem Game ist schon wirklich ganz besondere Extraklasse. Das muss ich mal so zugeben. Das Level-Design in dem Game, das ist schon wirklich sehr gut. Generell, die Aufmachung von dem Spiel ist verdammt geil. Und ich muss das Nintendo wirklich mal zugute heißen, mit was für einer Qualität die an dieses Spiel rangehen. Das ist wirklich nicht normal. Und wir haben alle EP-Medaillen. Also mit was für einer Qualität hier an dieses Spiel rangehen,
damit eben Fitness mehr Spaß macht. Oh, wo kommen da all diese Monster in diese Gegend her? Das finde ich schon wirklich erstaunlich. Oh, Leute, was bist du denn? Alter, was ist das denn für ein Viech? Okay, machen wir Überkopfpresse. Okay, der Typ, der frisst ganz schön was. Alles klar. Machen wir Bein anziehen. Okay, zwei Angriffe braucht der Typ noch. Oh, wir brauchen die Abwehr. Okay. Oh shit, Alter, der Typ, der wird uns ganz schön Schaden machen, denke ich mal. Der drückt hier voll mit seiner Hantel gegen unsere Abwehr. Holy shit, ja. Das macht schon Schaden. Die Stuhlhaltung. Geht klar. Okay, einmal noch. Boah, Alter, ich bin schon so durchgeschwitzt. Okay. Ein letztes Mal noch. Machen wir Squats. Das geht schnell. Oh nee, Alter. Ich habe meinen Ringcon ja jetzt schon beschädigt. Was ist das denn? Ich habe den voll gegen das Mikro gehauen. Oh Mann, jetzt hat er da so eine kleine Abschürfung drin. Naja, egal. Okay, wir steigen... Oh, noch kein Level auf, schade. Aber wir sind ja jetzt gleich am Ende, ja. Runter in die Hocke. Und hoch. Fertig! Okay. Alles klar. Damit sollten wir unsere XP bekommen. Jawohl. Geile Sache. Level 8. Und damit steigt unser Angriff again. Oh, wir haben ein neues Ding. Core Twist. Yeah. Nice. Das hat zwar nicht so viel Angriff. Aber das ist schon okay so. Alles klar. Oh, heiliges Hellöchen, habe ich ein Glück. Wer konnte denn auch ahnen, dass hier Monster gibt? Früher hat es nicht gegeben, da war hier alles monsterfrei. Ja, früher war alles besser, Alter. Du liebes bisschen, so spät schon. Ja, Alter, ich muss mal pennen gehen. Okay, tschüss. Ja, das war knapp. Bin froh, dass wir das Heil hinter uns gebracht haben. Hör mal, ich erzähle dir jetzt mal was, aber du musst mir glauben, versprochen. Hinter Draco steckt mehr, als du vielleicht vermutest. Er tyrannisiert fremde Länder. Böse Monster sendet er aus und sowas hätte der wahre Draco nie und nimmer getan. Früher war Draco total schmächtig, nein wirklich. Und ich half ihm, sich all die kolossalen Megamuskeln anzutrainieren. Er war so fleißig und diszipliniert. Ich verstehe einfach nicht, woher dieses gemeingefährliche Benehmen kommt. Und ich glaube, nein, ich bin mir sicher. Los, beeilen wir uns, wir müssen ihn von der finsteren Aura befreien. Oh shit, Alter. Story Plot Twist. Okay, wie wär's mit einer Pause? Nee, nee, ist okay so. Vergiss nicht außerdem Wasser zu trinken. Ja, weiß ich Bescheid. Okay, dann würde ich sagen... Weißt du, ich war nicht immer so schwach wie jetzt. Früher verfügte ich sogar über 5 ganz besondere Kräfte. Doch irgendwie ist es Draco gelungen, mir diese 5 Kräfte zu rauben. Mit meinen Kräften ist Draco so stark, dass ich ihn alleine nicht wieder bannen kann. Deswegen brauche ich deine Hilfe. Der Weg zu Draco ist frei. Los, die Zeit ist gekommen. Legen wir ihm gemeinsam das Handwerk. 5000 EP. Oh, holy shit. Okay, im Draco-Stadium. Alles klar. Besiege Draco ist unsere Mission. Wunderbar. Okay. Wir müssen unbedingt meine 5 Kräfte zurückerlangen. Ja, der Meinung bin ich auch, mein Freund. Ja, das ist definitiv wichtig, dass wir deine 5 Kräfte zurückerlangen. Weil so können wir... Schieß auf das Windrad. Auf das Windrad? Ah, okay. Okay, alles klar. So funktioniert das. Wunderbar. Auch hier eine EP-Medaille. Jawohl. Auch, Alter, diese Tore sind immer anders ätzend. Wenn's zu anstrengend wird, mach unbedingt mal Pause. Nee, nee, alles gut. Alles gut. Ich muss vorproduzieren. So. Und das schaffe ich auch noch. Alter, was haben die mit ihren Ringpressen?
Die wollen einen nochmal richtig fertig machen, bevor es zu Dings geht. So, wir haben alle XP-Medaillen. Und jetzt geht's zu Draco. Let's go, friends. Na, du Opfer. Hartmanns Höhne, du hast es tatsächlich ohne deine Kräfte bisher geschafft. Weil ich nicht allein bin. Dass meine Kräfte weg sind, ist ganz egal. Ja. Hört, hört, zu schade. Dabei wollte ich sie dir gerade wieder zurückgeben, deine Kräfte. Wirklich? Alter Ringo, du bist immer ein anderer Idiot. Die Dinger sind ja mal so geil. Ja, wirklich. Doch, wo du so frech zu mir bist, habe ich es mir anders überlegt. Wenn du sie wieder haben willst, Ringlein, musst du mich besiegen. Mal sehen, was hinter deiner großen Klappe steckt. Oh, 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 guys. Das kann schmerzhaft werden. Okay. Kümmere dich lieber als erstes um die Hantelgegner. Okay, wir kümmern uns als erstes um die Hantelgegner. Warte mal, wir kümmern uns hier erstmal um die Dudes. Und zwar mit Squad gehen wir auf die rechte Hantel. Okay, wunderbar. Er ist völlig jetzt ein Training versunken. Ja, dagegen habe ich auch nichts. Die Überkopfpresse. Ja, die finde ich ganz gut. Auf den da. Ich glaube, jetzt habe ich wirklich die optimale Trainingsstufe für mich gefunden. Ich glaube, das ist vom Schwierigkeitsgrad her ziemlich optimal für mich. So. Ich bin für Bein anziehen auf den da rechts. Ja, passt. Okay. Er plant beim Training sein nächstes Training. Warum auch nicht? So, die Stuhlhaltung auf die blaue Krantel. Okay. Okay, Alter, ich muss mich danach unbedingt umziehen. Das ist zu krank. So. Wunderbar. Alles klar. Boah, Leute, Alter, der Typ, der gibt uns ganz schön. Ich würde sagen, jetzt machen wir die Abwärtspresse. Okay, er ist in seinem Training versunken, Leute. Einmal noch eine Übung, die auf alle geht. So, ja, nee, ich brauche keine Pause. Alles gut. So, und jetzt die Core Twists. Bei dieser Übung holst du ganz weit aus. Okay. Immer schön im Rhythmus bleiben. Alles klar. So. Ja, ne? Schön drehen. Okay. Rechts. Links. Rechts. Links. Oh lol. Links. Rechts. Links. Rechts. Je toller die Bewegung, desto größer die Wirkung. Rechts. Hälfte geschafft. Immer schön im Beat, Leute. Noch 10. Links. Rechts. Links. Noch 5. Die Übung macht zwar nicht so viel Schaden, aber macht eigentlich ganz, ganz Spaß, ja? So. Ja. Sehr gut. Boah, der Typ, der macht uns Schaden, ohne Scheiß. Ja, 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 ich weiß Bescheid. Dankeschön. Okay, machen wir die Squats. Okay. Nächste Übung. Alter, mir rinnt der Schweiß hier runter, das ist nicht normal. Ich würde sagen, wir machen die Stuhlhaltung. Wunderbar. Alter, der Typ, der frisst ganz schön viel. Holy shit. Der Typ frisst anders viel. Deine Herzen, okay, ja, ja, ich weiß Bescheid. Danke dir.
Was ist denn schon wieder bereit? Ich weiß es nicht. Der Core Twist. Ja, die machen halt nicht so viel Schaden. Das ist schade. Machen wir den Überkopf. Alter. Holy shit. Mir rinnt hier der Schweiß runter. Das ist nicht normal. Okay. Alter. Das ist echt nicht normal, Leute. Holy shit. Sei vorsichtig. Ich glaube, dieses Spiel ist echt anders krass, was die Fitness angeht. Okay, er ist fast down. Er ist fast down, Leute. Holy shit. Was machen wir denn jetzt noch? Ach komm, nochmal die Abwärtspresse zum Schluss. Wir haben... ich glaube, er hat zu wenig Lebenspunkte, dass das nicht ausreicht. Ja, ja, das geht sich aus. Und zack, weg mit dir. Oh nee, doch noch nicht. Jetzt aber weg mit dir. Oh, trainiere ich schon wieder? Die Uhr meldet sich wieder, Leute. Okay. Das war ein fetter Sieg für uns. Wir haben fast 1000 Coins und ich weiß nach wie vor nicht, was wir mit diesen Coins machen können. Das ist eigentlich ziemlich interesting. Okay, Level up. Und noch ein Level up. Holy shit. Level 10. Geile Scheiße. Wir sind Level 10 und haben damit echt vieles an Angriff dazu bekommen. Okay. Yeah! Abschluss, Leute. Wir haben es geschafft. Okay, jetzt würde ich sagen, prüfen wir nochmal den Herzpuls. 132! Okay. Alles klar. Alles klar. Wunderbar. Oh, sehr schön. Leute, sehr schön. Oh shit. Oh, trotz allem bist du noch so stark. Na, mir soll's egal sein. Ich gebe dir deine Kraft zurück. Die eine, die ich habe. Die anderen habe ich weggeworfen. Such sie doch selbst. Alles klar. Was für eine Kraft bekommen wir denn von dir, Draco? Was für eine Kraft bekommen wir denn von dir? Schauen wir mal. Die Farbenkraft. Hä? What? Die Farbenkraft? Was kann die? Dude, what is going on? Die Farbenkraft, deine Gegner erleiden nun extra viel Schaden durch Übungen derselben Farbe. Ah, wie geil. Es ist voll praktisch, danke dir. Wir haben eine Kraft zurückerobert, die Farbenkraft. Du wirst sehen, sie wird uns gute Dienste leisten. Mach dich doch schon mal fit, Draco. Jetzt kommen wir und setzen deinem Treiben ein Ende. Tja, war wohl nicht das Schlaueste von Draco, uns die Kraft zurückzugeben, Leute. War wohl nicht das Schlaueste. Kapitel 3, Crema und Juwelen. Möchtest du für heute aufhören und mit dem Cooldown beginnen? Ja, möchte ich. Ich weiß nicht, wir werden wahrscheinlich trotzdem wieder in die Welt reingeschmissen, ne? Ah, nee, doch nicht. Okay, das machen wir dann nächstes Mal. Ah, macht das Abenteuer Spaß? Ja, definitiv. Ich habe Kapitel 2 abgeschlossen. Dankeschön, Dankeschön. Ja, hab mich ins Schwitzen gebracht, auf jeden Fall. Erfolgreiches Training, würde ich sagen. Die Übungsintensität habe ich erhöht. Ja, richtig. Lief super. Ja? Okay, Leute, das war's wieder mit einer weiteren Folge von Ring Fit Adventure. Ich muss mir jetzt erstmal frisch machen gehen, weil ich schwitze wie ein Hund. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal und ciao!